Michi Frey, erste Halbzeit in diesem Spiel gegen FC Köniz ist vorbei. Wie bist du zufrieden mit den ersten 45 Minuten? Ja, es ist 3-0 für uns. Wir haben 3 Goal gemacht, also ich bin zufrieden. Der Platz ist sehr schwer, aber ich glaube, bei 3-0 für uns ist es immer alles richtig gemacht. Wie gesagt, du bist am Kämpfen wie eh und je. Es ist ein Testspiel, aber für dich ist schon voll die Hauptprobe für das Berner Derby am Sonntag. Ja, ich muss Vollgas geben, dass ich fit bin am Wochenende. Ja, du musst jedem Spiel Vollgas geben, da wirst du besser. Wie ist dazu gekommen, dass du der Penalty-Schütze bist? Du hast ja in der Meisterschaft noch nie eine Penalty geschossen. Ja, der Vorteil hat meinen Namen zu oberstellen geschrieben, bei Penalty-Schütze habe ich geschossen. Und ich mache sicher einen Penalty-Schütze. Hast du lange überlegt, in die Mitte, links, rechts? Nein, ich wollte schon links. Ich habe mir schon vorher überlegt, wo ich wollte, dann habe ich links geschossen. Sehr schön versenkt. Wie fühlt es sich auf dem Platz? Du bist einer von den Älteren jetzt schon. Sehr viele Junioren neben dir, obwohl trotz deiner jungen Jahre bist du jetzt eigentlich einer von der Erfahrungsten auf dem Feld. Ja, das ist so. Ich bin schon 2 Jahre dabei. Ja, ich helfe bei den Jungen zu helfen. Aber ich muss selber noch jung sein, ich muss selber noch viel lernen. Aber natürlich, ich bei den neuen Wochen kommen, auch die mir helfen. Und ja, ich nehme die Aufgabe ernst und ja, besser wie immer. Noch eine letzte Frage zum Preis, den du gestern eingeräumt hast in Luzern, die Preisverleihung. Was löst es in dir aus, der Preis Youngster of the Year? Ja, es ist ein sehr schöner Preis. Also, ich hatte sehr Freude gehabt. Und ja, es ist wirklich ein wunderschöner Preis. Es ist eine Belohnung für die letzte Zeit, die ich hatte. Aber jetzt muss ich genauso weitermachen. Und jetzt nicht aufhören, da in die weiterhelfen, ich muss genauso weitermachen. Okay, merci vielmals, gute Pause und bis in 2 Tagen. Danke, merci.